wahllosen Tiere an. Was sind denn diese Glühbirnchen für? Fackelwürmchen. Woo! Zwei davon haben wir gefangen. Ist ja lustig. Okay, in diesem Wald ist irgendetwas komisch. Einfach irgendwelche random Tiere greifen uns an und... ja, müssen wir alle töten. Schon wieder? Was sind das denn für Dinger? Wow! Zweiglinge. Pfahlwurzel. Okay, also hier stimmt definitiv etwas nicht mit diesem Wald. Ich kann nicht sagen was, aber irgendwas ist schrecklich schief hier. Ich höre schon wieder Wölfe. Südliches Bollwerk entdeckt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Jetzt erschreckt. Das macht man nicht. Man erschreckt nicht einfach irgendwelche Leute. Ach du noch. Noch einer. Eine Truhe. Dietrich und Gold. Super. Okay, okay, okay. Oh, wie schön. Ein bisschen Wasser. Benutzen wir gleich mal als, wie sagt man dem auf Deutsch, als Wasserbahn? Sagt ihr das so? Ich habe keine Ahnung. River Rafting. Wo geht's denn hier lang? Ah, das ist das Dorf. Falkenring entdeckt. Okay, nicht schlecht. Das werden wir uns ein andermal ansehen, das Dorf. Doch, zuerst geht's auf zur Mördergilde. Tralali, tralala. Der Sephiron ist da. Was ist das denn? Ein Moor oder so ein schwarzer See? Wie krass. Sieht übelst dreckig aus hier. Wow, okay, also ganz versteckt diesmal. Nicht in einer Hütte, in einer Stadt, sondern diesmal ganz inoffiziell versteckt. Schwarze Tür. Was ist die Musik des Lebens? Still, mein Bruder. Die Laute? Nein, Trommeln! Schreien? Ein Art Chor mit Gesang. Still. Willkommen zu Hause. Danke. Endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Und nun? Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort. Also macht es euch gemütlich. Oh, wie schön. Ich fühle mich geehrt, ein Teil eurer Familie zu sein, Astrid. Wann schlaf ich? Was? Wann darf ich jemanden umbringen? Schweigen. Wir schweigen jetzt einfach mal. Ja. Die Stille steht euch gut zu Gesicht. Sie verleiht euch etwas Geheimnisvolles. Ja, ne? Aber nun zum Geschäftlichen.
Ich bereite einen Auftrag für euch vor. In der Zwischenzeit solltet ihr mit Nasir reden. Er hat vielleicht ein paar kleinere Aufträge zu vergeben, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. Nasir? Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Die Mutter der Nacht? Ah ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Na, danke. Okay. Begonnen, die Zuflucht. Ja, wir haben bekommen. Was haben wir bekommen? Ich bin schon völlig in Weihnachtsstimmung. Überraschungsangriffe verursachen doppelten Schaden. Bögen wirken um 20% höheren Schaden. Wow, Schattenkapuze. Schattenrüstung steigert die Giftresistenz um 50%. Schattenstiefel, Träger kann sich lautlos bewegen. Wow, das ist ja mal etwas Krasses. Ich finde ich richtig krass. Naja, nur dass unsere Rüstung halt besser ist. Aber, Euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Egal, wir haben ja auch Stil, ne? Mit unserer Todessermaske hier. Wir sind schon jetzt... Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Der King. Nochmal. Spielt den Teil, wo er versucht, euch Süßigkeiten zu kaufen. Gut, in Ordnung. Dann mal los. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh, ja bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier unten ist es aber finster. Oh, aber ihr seid so wunderschön, so ein strahlendes Lächeln. Eure Zähne. Alter, was hat die für Zähne? Ach, Babette, ihr seid wirklich schlimm. Was ist mit euch, Festus? Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert. Etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh, ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Ich bin nicht süß. Es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch. Ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Ja, ich weiß auch noch. Gestern, als ich meiner Mutter gesagt habe, sie soll mir ein Sandwich machen. Da habe ich, Hallo, Leute? Unsere Geschichte wird anscheinend hier nicht so wahrgenommen. Hier, ein Wort. Ja, liebe Leute, hier sind wir also in der dunklen Bruderschaft, beziehungsweise im Versteck der dunklen Bruderschaft. Wow, wie schön das doch ist. Da springen wir gleich mal rein. Ja, und hier werden wir wohl unsere nächsten Parts bleiben, denn mir gefällt es hier ganz gut. Ich finde die Leute ganz lustig und sympathisch, auch ja, wenn sie so ein bisschen komisch sind. Elfenohr. Ein Elfenohr. Legolas, was hört dein Elfenohr?
Ja, auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen hier bleiben. Oh, wie groß das Ding hier ist, ne? Eisentür. Ach, du Kacke. Was ist das denn? Eine Glasscheibe. Wie geil. Ja, okay. Wie gesagt, auf jeden Fall werden wir hier unsere ersten Quests annehmen. Und wir werden sehen, wo das Ganze uns hinführt. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es heißt Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim mit Sephiron Tschüssikowski.